Hallo Guys, heute schauen wir uns mal an, ja, welche Aktien kann ich denn kaufen, zum Beispiel mit Dividende. Also da gab es eine Frage in einer von den Facebook-Gruppen, wo ich mich häufiger be befinde und dort mich auch austausche mit allen möglichen Leuten, Anlegern, Experten, ja, alles Mögliche. Und dort war einer hat die Frage gestellt, ja, wenn jetzt sozusagen die Märkte ein bisschen runterkommen, ja, und einige gute Aktien sich verbilligen, welche gäbe es denn da? Welche, ja, er wollte Aktientipps einfach haben, ja, welche Aktien könnte ich da kaufen, sagt er, fragt er. Vielleicht noch mit einer guten Dividende, die sich jetzt verbilligen, da wo dann einfach beides passt, ne, wo ich dann letztendlich einen Kursgewinn rausschlagen kann, lang- bis mittelfristig. Und gleichzeitig eine gute Dividende. Vielleicht im US-Markt, hat er dann noch gefragt. Ja. Und ja, und ich möchte einfach hier mal ganz kurz ein bisschen was herausgreifen, was ich auch schon öfter mal angesprochen habe in der Vergangenheit. Und das sind so die sogenannten Aktien mit Megatrends. Ja. Ich habe das zum ersten Mal aufgeschnappt vor einigen Jahren, dieses Wort Megatrends. Ich glaube, das war über Dr. Proffe, also auch ein erfolgreicher Anleger seit vielen Jahrzehnten und so weiter. Und er hat auch viele Newsletter und so weiter, könnt ihr euch mal anschauen. Auch gratis Newsletter, aber halt auch bezahlte Seminare hat er auch. Der war sogar mal in München vor einem Jahr oder so. Ja, und ich habe dort letztendlich nur den unbezahlten Newsletter und der reicht eigentlich auch schon, ja. Und weil die höheren Stufen, die dann auch viel Geld kosten, das ist dann eher was für Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und auch ein bisschen in Optionen rein wollen und so weiter und Derivate machen wollen und so weiter. Und das hat mich dann nicht so interessiert. Aber hier zum Thema Megatrends. Also man kann ohne Hebel, ohne Derivate, ohne irgendwas, einfach nur mit Aktien, ja, also dass man sich Aktien raussucht, die halt sozusagen einen Megatrend abbilden an der Börse, im Markt, ja. Und eins von denen, also Technologien, ja, also wie Microsoft Cloud-Geschäft, Amazon Cloud-Geschäft, ja, Visa, bargeldloses Bezahlen auf der ganzen Welt, Marktführer. Es gibt ja nur Visa und Mastercard, ja, und dann, wenn man sich das mal anschaut, ich habe das schon so häufig gezeigt, die teilen sich über 90% vom Markt oder 95% und dann gibt es noch Barclays Card, ja, und dann noch so ein paar andere Kreditkarten. Aber Visa und Mastercard, die teilen sich den ganzen Markt, ja. Das sind zwei Firmen, die den ganzen Markt besitzen, ja. Und es wird auch morgen noch fleißig gezahlt werden, ja. Und jetzt ist es gerade, die haben jetzt gerade so dermaßen, sind die abgestraft worden über dieses ganze Coronavirus-Gezedere. Ja, Coronavirus hier und es wird nichts mehr geshoppt und dann würden, ich finde es ja so lustig, dann werden da irgendwie so ein paar Bildchen ins Fernsehen reingeschmissen, wie sie irgendwo in Italien da ein Stadtviertel abgesperrt haben. Ja, also wen interessiert denn irgendein Stadtviertel in Italien, ja? Als ob Italien irgendwie groß zum Wachstum, zum Weltwirtschaftswachstum beitragen würde. Und irgend so eine Kleinstadt in Süditalien ja schon gleich dreimal nicht. Ja? Also nur wer von euch Italien, wer da schon mal gelebt hat, beziehungsweise in Süditalien und alles, was südlich von Rom ist, die dritte Welt letztendlich. Ja? Also da zahlt, glaube ich, nur jeder Zehnte Steuern oder sowas. Ja? Und also das ist sozusagen der Wild Wild West. Ja? Und also wen interessiert denn, wenn da eine Stadt abgeriegelt ist, ja? Also so ein Blödsinn. Gut, China ist schon ein bisschen interessant, ist schon ein bisschen wichtiger. Aber ja, die meinen halt jetzt, okay, die Leute trauen sich nicht mehr vors Haus, ja, gehen nichts mehr shoppen und dann strafen mal hier gleich. Meiner nach ist es zum Teil auch nur ein Vorwand und einfach maßlos übertrieben. Wir sehen nämlich hier, dass wir hier letztendlich von 210 Dollar runtergegangen sind, jetzt auf 190 knapp. Und wenn ich das jetzt mal ausrechne, ja, dann sind das halt ja, doch einige Prozent. Ja. Auf jeden Fall sind das so 30 Dollar Unterschied auf je Aktie. Ja. Je Aktie, wenn du jetzt sagen wir mal 1000 Aktien hattest, ne, dann hast du halt 30.000
Dollar Verlust, ja, also du hattest von, oder sagen wir mal, 100 Aktien, ich glaube, das ist mit den meisten von euch besser identifizierbar, 100 Aktien, ja, dann hattest du 21.000 Euro waren die dann wert oder 21.000 Dollar und hast halt eben 3.000 Euro verloren, sozusagen an Buchwert, ja, wohlgemerkt, wenn du nicht verkauft hast. Und es gibt bestimmt eine ganze Menge, die einfach verkauft haben, ja. Und du musst dir mal vorstellen, wie das, welche Auswirkungen das haben könnte auf deine Performance, wenn du halt immer rein und raus gehst bei Aktien, die absoluten Megatrend haben. Also die schlauen Leute, ja, die halten bei sowas die Hand auf. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier schon die ganze Zeit mir gedacht, ich wollte eigentlich immer wieder mal nachkaufen, bezüglich Visa Card, Mastercard, ganz ähnlich. Und dann mir gedacht, ja, wann wäre denn hier ein, ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass mal ein guter Zeitpunkt kommt. Ja, und der ist jetzt eben, würde ich mal sagen, zumindest zum Teil schon erreicht. Und wenn jetzt, wenn ich würde jetzt mal ganz gerne hier einfach einen einzigen Indikator nur. Ich weiß, Indikatoren ja, sind overrated und alles Mögliche. Aber einer, den würde ich doch recht als recht wichtig empfinden. Und das ist der 200er, ich mache meistens 190, weil 200 schauen sich alle an und sage ich mir, okay, mache ich 190, da funktioniert meistens noch besser. Und ja, wenn wir, der liegt bei 182 Dollar ungefähr, ja. Und das Simple Moving Average 200, okay, die meisten schauen sich den 200er an oder sowas in Richtung, dann ist es noch ein bisschen weiter tiefer. 181 Dollar. Ja, das sind wir ja noch nicht mal. Also da fehlen ja noch, ja, noch 5%, sowas in der Richtung. Und dann wären wir dort. Ja, und wenn wir uns das mal hier anschauen jetzt, was ganz interessant ist, wir waren in einer ganz ähnlichen Situation. Und wann war das? Im Dezember 2018. Ja, hat auch niemand erwartet im Dezember. Das war überhaupt im Dezember mit 20% an der Spitze, wo S&P Verlust gemacht hat. Ich glaube, das gab es in der ganzen Geschichte, gab es insgesamt nur 2 Dezember, die innerhalb von 80 Jahren, die, wo das überhaupt passiert ist und so weiter. Also niemand hat damit gerechnet und das hat viele auf dem falschen Fuß erwischt und viele sind halt rausgeflogen aus dem Markt. Ja, und was sehen wir hier auch? Ja, dann ist halt, da ist halt hier ja so knapp. Ja, das sind 8% unter der 200-Tageslinie, ja, hat sich dann der Markt wiederholt letztendlich. Ja. Also wir sehen hier einen ganz deutlichen Aufwärtstrend. Ja. Wir sind jetzt hier bei 3 Jahre. Wir können auch gerne mal auf 5 Jahre gehen und sehen hier letztendlich, welche Zeiträume da wir da sehen, ja, wo der Kursverlauf über den 200 Tages über der 200 Tageslinie war, ja, also teilweise über Jahre hinweg, ja. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, 10 Jahre, ja, dann ist es wird schon fast ein bisschen unübersichtlich, aber es ist ein ganz ähnliches Bild, ja. Und von daher finde ich es immer ganz interessant, wenn man so eine absoluten Megatrend-Aktie, und da kannst du wirklich jeden Experten fragen, den du willst, ja, also wen auch immer du da folgst, sofort in Frage stellt, ja. Und wenn die mal 50% runtergeht oder was, oder 10 Dollar oder was, halt sofort verkauft. Also ich weiß nicht, wer hier alles verkauft hat, aber es müssen eine ganze Menge Leute gewesen sein, weil das Ding ist heruntergerauscht, 10, 20%, als gäbe es kein Halten, ja. Und weil jetzt ein paar Leute irgendwie weniger auf der Straße sind und Visa-Card benutzen, ja, ich weiß nicht genau, und es ist auch nicht wichtig zu wissen, was da letztendlich der Hintergrund ist, sondern es ist nur wichtig zu wissen, dass das sind absolute Cash-Maschinen, ja. Also ich würde mal sagen, dass mit extrem wenig Risiko. Und das ist letztendlich das, was du willst, wenn du ein Business heute hast, ja, sagen wir mal ein Online-Business, ja. Mit so Infoprodukten oder sowas. Ja, du willst möglichst geringes Risiko und möglichst beständige Cashflows und in einer hohen Marge. Ja?
Und genau das bilden eben diese Kreditkartenfirmen ab. Ja? Du hast kaum Risiko, ja? Du hast einen beständigen Cashflow, ja? Eine sehr hohe Marge, du hast keine Lagerbestände oder sowas, was einfach viele produzierende Firmen haben und so weiter, ja? Die da viel Risiko haben, die erstmal ein Lager abbauen müssen und so weiter. Also du kriegst immer dein Geld, ne? Also wenn du heute zum Beispiel eine Kreditkartenfirma verarschen willst, ja, und du willst einfach überziehst deine Kreditkarte und willst nicht bezahlen, dann bist du am Arsch, ja. Also sorry, dass ich das hier so sagen muss, aber die kriegen ihr Geld, ja. Über Inkassofirmen sind die alle miteinander interlinkt, ja. Und wenn du absolut in die private Insolvenz gehen solltest, eines Tages mal, ich wünsche es dir nicht. Aber dann sind also die ersten, die ihr Geld bekommen, ist eine Kreditkartenfirma, ja. Also die sind sehr, sehr mächtig. Also gut, das wollte ich einfach nur mal sagen, weil einen Facebook eben sich erkundigen wollte, okay, welche Firma und so weiter. Schau dir einfach hier mal 3, 5, 10 Jahre oder sowas an, ja. Und in wie vielen Fällen ist der Kurs unter die 200-Tageslinie gegangen? Ja? Ich glaube, das letzte Mal länger als wie ein paar Tage. Ich glaube, das letzte Mal war das irgendwie 2010. Ja. Also gut, da sind wir schon bei der letzten Finanzkrise. Und selbst da. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren, aber ist auch egal. Auf jeden Fall wünsche ich dir weiterhin viel Glück und ich persönlich sehe hier keinen schwarzen Schwan. Ja? Und wenn der kommen würde, dann glaube ich, haben wir alle ganz andere Probleme. Habe ich letztens mal vom Geschäftsführer in der Schweiz, wo ich ihn mal besucht hatte letztes Jahr, habe ich auch einmal auch dieses Thema gehabt und dann sagt er so zu mir: Du Thomas, wenn wirklich so eine Art schwarzer Schwan kommen sollte oder sowas, ja, so eine Art Systemzusammenbruch, dann brauchst du dir um deine paar Aktien auch keine Gedanken machen, weil dann haben wir alle ganz andere Probleme. Ja? Dann hast du am besten nur zu Hause irgendwie ein Maschinengewehr und so weiter. Aber gut, das war in der Schweiz, darf ja jeder Waffen haben und so weiter. Das war ein anderes Thema. Er war auch irgendwie so ein Weltmeister im Turntaubenschießen. Aber gut, nicht mein Ding, aber. Naja, zum Abschluss jetzt noch und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.